Du kannst den Rhythmus nicht halten oder hast das Gefühl, dass dein Rhythmus noch nicht rund läuft. Das ist eines der häufigsten Probleme, mit denen ich in ungefähr 20 Jahren als Gitarrenlehrer konfrontiert war. Egal, ob man für sich selber oder mit anderen zusammenspielt, wenn der Rhythmus nicht passt, dann stört es und es macht wenig Spaß. Im heutigen Video zeige ich dir in 5 Schritten, was du tun kannst, um endlich den Rhythmus zu halten. Los geht's! Schritt Nummer 1 ist: Sei die Snare Drum eines Schlagzeugs. Das klingt jetzt total doof. Ich meine damit, spiel an der Stelle, wo das Schlagzeug die Snare Drum spielt. Das Coole am Schlagzeug ist, dass das Schlagzeug aus verschiedenen Instrumenten besteht. Also Trommeln, Becken, große Trommel, kleine Trommel und so weiter. Und dadurch bekommen die einzelnen Schläge schon mal ganz andere Betonungen, Sounds und Lautstärken. Außerdem hat man beim Schlagzeug den Vorteil, dass die Unterteilungen kleiner, meistens kleiner sind als beim Metronom. Beim Metronom haben wir ja oft irgendwie nur 4 Schläge und beim Schlagzeug kommt dann dazwischen noch das Becken und somit hat man ein ineinandergreifendes Rhythmusgerüst und man hat einfach mehr Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Was gerade am Anfang super ist, zum Metronom kommen wir später dann noch. In der Praxis schaut es dann folgendermaßen aus. Ich spiele mal den Schlagzeugbeat ab. Diesen Schlag, den meine ich. Und den versuche ich jetzt immer mitzuspielen. Und zwar ganz genau zu treffen. Schön mit einem Abschlag. Mach das so lang, bis du dir sicher bist und dann geh weiter zum zweiten Schritt. Der lautet: Sei die Bassdrum eines Schlagzeugs. Das heißt, wir spielen an der Stelle, an der die Bassdrum vom Schlagzeug spielt. Die Bassdrum ist diese tiefe Basstrommel, die so einen Plop macht. Und es sind jetzt 2 Schläge in unserem Fall, die dazukommen. Und so haben wir jetzt abwechselnd immer Bassdrum, Snare Drum, Bassdrum, Snare Drum. Alle Schläge spielen wir von oben nach unten. Achtung. Jetzt kommt gleich die Bassdrum, Snare Drum, Bassdrum, Snare Drum, Bassdrum, Snare Drum. Hier hört man den Unterschied ganz schön. Plop, zack, plop, zack. Plop ist die Bassdrum, zack ist die Snare Drum. Und vielleicht ist da aufgefallen, dass ich bei der Bassdrum nicht alle Saiten spiele, sondern eher die tiefen Saiten. Und bei der Snare Drum dann eher die hohen Saiten und auch ein bisschen einen stärkeren Schlag mache. Das liegt so in der Natur der Sache, weil ich von vornherein versuche, die Sounds vom Schlagzeug so ein bisschen zu imitieren. Bassdrum ist eher unten, also eher tief angesiedelt und das andere ist sehr prägnant und laut. Wenn dir das jetzt noch zu viel ist, das zu trennen, dann lass es weg. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man nur eine einzelne Saite erwischt, sondern dass man sagt, grob Bassdrum, die tiefen Saiten und Snare Drum, einen betonten Schlag auf den höheren Saiten. Und mache das wieder so lange, bis du dir sicher bist. Das Ziel ist wirklich genau mit dem Schlagzeug zusammenzuspielen. Und du fragst jetzt vielleicht, hey, wo kriege ich denn eigentlich so einen Schlagzeugrhythmus her? Also es gibt verschiedene Apps. Du kannst auch auf YouTube einfach nach Drumbeat suchen. Oder du lädst dir einfach meine Schlagzeugrhythmen runter, die ich für das heutige Video gemacht habe. Es sind 3 verschiedene Geschwindigkeiten. Dazu einfach dem Link unten in der Videobeschreibung folgen. Schritt Nummer 3. Du bist die Hi-Hat oder das Becken des Schlagzeugs. Oder anders gesagt, du spielst die Offbeats mit. Offbeats sind die Schläge, die zwischen diesen Grundschlägen, die wir jetzt hatten, dazwischen sitzen, werden auch immer mit einem Plus gekennzeichnet. In unserem Fall habe ich es jetzt relativ einfach gehalten. Wir haben immer zwischen den Schlägen einen Offbeat, außer nach dem ersten Schlag. Das heißt, wir spielen auf die 1 einen Abschlag, dann kommt die Snare Drum auf die 2 und jetzt kommt ein Abschlag 3 und 4 und. Dann haben wir 1, 2 und 3 und 4 und. Und wenn ich dir das jetzt zum Schlagzeug vorspiele, dann hör mal genau hin, diese Hi-Hat, dieses Z-Z-Z-Z
fällt dann immer mit den Aufschlägen zusammen. Also z z z z z z z z z z. Nur nach dem ersten Schlag ist es z alleine. Und vielleicht ist dir hier jetzt aufgefallen, dass ich diese Schläge eben von unten nach oben mache und dass ich da auch nie alle Saiten spiele, sondern eher die hohen Saiten. Hat? Aber das ist auch wieder so eine Sache, da versuche ich von den Betonungen her oder vom Sound her dem Schlagzeug nahe zu kommen. Wenn dir das jetzt zu viel ist, alles auf einmal, dann lass das mit den Betonungen weg und schau einfach nur, dass du die Schlagbewegungen hast. Schritt Nummer 4 ist, du wechselst die Akkorde. Jetzt wechseln wir die Akkorde. Das ist oft eine Schwachstelle, wenn es darum geht, den Rhythmus zu halten. Manchmal ist es so, dass man einfach nicht schnell genug ist und dann dadurch so ein bisschen ins Stocken kommt. Also acht darauf, dass du Akkorde verwendest, die du schon kennst und dass du diese Akkordwechsel wirklich drauf hast. Was ich da aber nicht empfehlen würde, ist zu warten, bis alle Akkorde dann total sauber klingen. Also wenn du die Akkorde gut wechseln kannst, aber sagst, hey, es scheppert der eine oder andere nur so ein bisschen, völlig egal, unbedingt weiterspielen und den Rhythmus halten. Das mit dem sauberen Spiel entwickelt sich dann, wenn man das Ohr dafür hat und sagt, hey, ich will, dass das jetzt sauberer klingt. Wir müssen ja immer schauen, wir haben mehrere Baustellen. Wir konzentrieren uns einmal auf die Akkorde, die richtig zu greifen, aber die andere Hand, die muss eben den Rhythmus halten. Also es sind einfach verschiedene Sachen, die wir zusammenbringen. Und wenn es darum geht, den Rhythmus zu halten, dann konzentriere dich nicht drauf, die Akkorde so sauber wie möglich zu spielen, bis der Rhythmus wirklich drin ist. Und dann danach kann man eben schauen, dass man sauberer greift oder dass alles sauberer klingt. Ich nehme jetzt in dem Beispiel jeden Akkord zwei Takte lang. Das gibt mir ein bisschen mehr Zeit und macht es einfacher. Du kannst natürlich dann auch irgendwann zu einem Takt pro Akkord switchen. Du ahnst es wahrscheinlich, mach das so lang, bis du dich wirklich sicher fühlst. Und dann gehen wir zum fünften Schritt. Und zwar verwende ein Metronom anstatt Drumbeats. Und du wirst jetzt sagen, hä, wieso? Das ist doch an sich dasselbe. Das Metronom hat einen Unterschied zum Drumbeat und zwar sind diese Betonungen nicht vorhanden und man kann das ausdünnen. Und darum geht es jetzt, dass wir dieses rhythmische Gerüst, an das wir uns ja noch komplett ranhängen, ausdünnen. Das heißt, dass wir mehr selber in der Verantwortung sind, den Rhythmus zu halten. Und je weniger wir an Vorgabe haben, umso mehr sind wir selber dafür verantwortlich. Ich verwende eine Metronom-App und zwar heißt die App GapClick. Du kannst aber jede andere Metronom-App, wie zum Beispiel die Soundbrenner-App, die ich gern empfehle, verwenden. Oder du verwendest ein analoges Mikrofon. Mikrofon, Metronom. Okay, ich habe jetzt auf 80 BPM eingestellt, also Beats per Minute, Schläge pro Minute. Das ist auch das Tempo von unserem Drumbeat gerade. Und was man jetzt hört, sind einfach vier gleichmäßige Schläge. Mit einem Sound, den ich so nicht haben will. Jetzt. Und diese Schläge sind jetzt an den Stellen, wo vorher Bassdrum, Snare Drum und Bassdrum und Snare Drum waren. Immer im Wechsel. Und das kann ich jetzt schon mal dazu spielen. Hoppala. So, und jetzt stelle ich mir diese Offbeat-Schläge vor. Da habe ich jetzt kein Raster mehr, an das ich mich halten kann. Da treffe ich jetzt oder versuche ich jetzt genau die Mitte zu treffen. 3, 4.
da merken wir jetzt oft, muss man so ein bisschen gegen das innere Gefühl kämpfen, dass man vielleicht anziehen will oder auch langsamer spielt. Und du kannst es vorstellen, mach das eine ganze Zeit lang, bis du dir auch da sicher bist. Der Körper stellt sich immer mehr auf das Tempo ein und es ist total wichtig. Wenn das klappt, dann bist du deinem Ziel, den Rhythmus zu halten, schon ein ganzes Stück näher gekommen. Es gibt aber noch ein Problem, das ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe. Oftmals neigt man dazu, dass man schneller wird, gerade wenn man eben nicht mehr mit einem Drumbeat oder mit einem Metronom übt. Wie man das in den Griff kriegen kann, habe ich in dem Video hier schon mal erklärt. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hängt mit dem gut zusammen. Ansonsten schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ciao!